Aloha und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Ja, nach einer kleinen Pause bei Fallout, sorry dafür, auch die anderen Projekte waren ja etwas unregelmäßig in den letzten Tagen. Ich habe wieder einen tollen Rückfall meiner Erkältung bekommen gehabt. Hört sich immer noch nicht ganz gesund an, ihr hört das. Aber okay, jetzt ist genug ausgefallen. Also jetzt muss ich auch mal Grenzen setzen. Und, naja, wir sind hier gerade, ach, guck mal da hinten, der alle Dogmeat, ey. Jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Wir waren hier und das ist das Terminal von Malcolm, genau. Da wollten wir, glaube ich, dran gehen. Jetzt müssen wir aber erstmal das Ding hier hacken. Und gucken, ob wir das hinkriegen. Ring. Very? Okay. Nochmal zurück. Wir sind, das weiß ich wohl noch, immer noch auf dem Weg nach Diamond City. Da waren wir immer noch nicht gewesen. Matsch ist es auch nicht. Oh, Trap. Nein. Fact. Nein. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Root. Nein. Kante. Ah, Kante ist es. Okay. So, hier haben wir noch verschiedene Informationen über Malcolm. Wir sind heute im Yachthafen angekommen und draußen ist die Hölle los. Wir müssten eines dieser verdammten Boote reparieren können, um hier zu verschwinden. Mein verkrampfter Bruder macht mich manchmal wahnsinnig, aber die Familie muss zusammenhalten, durch dick und dünn gehen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee. Die Geschichte handelt von zwei Brüdern, die, also von Malcolm und dem anderen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, die versuchen, über den Yachthafen zu flüchten, sozusagen. So. 25 Tage später kam dann Tag 25, nachdem ich diesem Blödmann die Meinung gegeigt habe, redet er nicht mehr mit mir? Wir müssen nach Norden fahren. Dieser Feigling hat stattdessen überall kleine Notizen hinterlassen. Nee, warte, das kann ich auch. Okay. So, Tag 45. Tja, morgen ist unser Geburtstag. Eugene, genau so hieß er, will das Kriegsbeil begraben. Und vielleicht begrabe ich es ja an seinem Rücken. Ich kenne einen kleinen Trick mit dem Sicherheitsprotokollen der Roboter. Das dürfte ein nettes Geburtstagsgeschenk für diesen Mistkerl werden. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ja, die Malcolm-Brüder, beziehungsweise Malcolm und Eugene, die zwei Deppen. Ja, in so einer Apokalypse, da liegen die Nerven manchmal blank. Aber man muss trotzdem probieren, sich irgendwie durchzukämpfen. Das hat ja gar keinen Sinn. Was willst du denn sonst machen? Elendig zugrunde gehen, das bringt doch nichts. Der Mensch ist eine Kampfnatur. Normalerweise. Die beiden aber scheinbar eher nicht so. Die konnten sich dann wohl nicht mehr ausstehen. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir sind hier fertig, oder? Und noch eine Impulsmine, die nehmen wir natürlich noch mit. Und ansonsten, hallo. Kann ich mich wohl daran erinnern, dass wir hier überall waren und haben alles soweit mitgenommen. Da haben wir noch eine Waffenwerkbank. Können wir mal gucken, ob wir was verwerten können vielleicht. Aber ich glaube, wir haben nichts dabei, was wir jetzt irgendwie verwerten sollten, / könnten. Grüß dich, lieber Robotermensch. So, da hinten bei den Satellitenstationen waren wir das letzte Mal gewesen. Ich würde sagen, wir gucken hier nochmal rein. Aber ich glaube, hier ist es so leer. Ich glaube, hier waren wir auch schon überall. Den Benzinkanister nehmen wir mal mit. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Ein Schreibtisch. Und eine Kaffeetasse, das ist ja wunderschön. Boah, jetzt erst mal ein Kaffee, Alter. Was liegt hier noch? Aha, verschiedene Bootsdinge, die man so zum Booten braucht. Okay, was ist da noch? Ach, von da kommen wir gerade, richtig. Da waren wir ja gerade drin. Das ist ja von den Malcolm-Brüdern. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Sieht zumindest so aus. Aha. Sieh mal einer an. Benzinkanister. Oh, eine Sicherung. Zigarettenkiste. Ein Schlosshammer, den braucht man jetzt nicht unbedingt. Da haben wir noch Klebeband, Skalpell und Silbergabel. Und dort haben wir noch ein paar Kronkorken. Irgendwas ist hier radioactive. Superkleber. Und Wunderdingens. Warum wird es hier plötzlich so radioaktiv? Aha. Diese Dinger dort sind der Grund. Diese wunderschönen Kanister. Da kann man wieder eine Powerrüstung ablegen. Liegt da irgendwas? Weil meistens ist an diesen radioaktiven Dingen irgendwie was versteckt oder so, aber hier scheinbar nicht. Oh, das schwebt in der Luft. Auch ziemlich cool.
Ich meine, kann man mal machen. So ein bisschen durch die Gegend schweben ist ja nicht verkehrt, oder? Oder? So. Da hinten... wollen wir hin. Da hinten ist ja irgendwo dieses... dieses Dingens, diese Polizeistation. Aber guck mal, hier ist es am Strand, ne? Das sieht schon geil aus. Das ist doch so eine grüne Kiste. Was ist jetzt los? Ein Raider-Ödländer. Aha. Du willst ernsthaft mit mir aufnehmen? Oh, es sind mehrere. Hä? Was geht dir denn los? Alte Butterbirne. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Oh mein Gott. Wir sind tot. Okay. Ja, so wie der obere, der da steht, habe ich auch gerade geguckt. Scheiße. Da habe ich jetzt aber gar nicht mit gerechnet, ne? So eine Kacke, Alter. Steht er da auf einmal vor uns, ne? Oh, und ich habe nicht gespeichert. Jetzt habe ich das... Gut, das Ding braucht man nicht nochmal entsichern, das ist okay. So eine Kacke, ey. Gut, dann müssen wir nochmal kurz hier drüben rein. Da hatten wir nämlich noch einen Benzinkanister mitgenommen. Pam. Ich glaube, sonst war hier aber nichts. Und dann hatten wir da vorne in dem Raum noch eine Sicherung mitgehen lassen, ne? Hier war das. Wo es dann auf einmal radioactive wurde. So, hier Sicherung, Zigarrenkiste und den Wunderkleber. Kronkorken haben wir da noch. Und da haben wir noch ein Klebeband. Genau, okay. Würde ich sagen, speichern wir mal gerade. Und vielleicht wäre es gar nicht mal so verkehrt, wenn wir durchs Haus gehen. Weil im Haus haben wir vielleicht ein bisschen mehr Deckung. Oder wie ist das? Wie sehe ich das, hm? So, da haben wir Zuckerbomben und Süßkuchen. Oh. Ich glaube, den würde ich aber nicht mehr essen. Eine wunderschöne Vase. Spachtel. Achso. Damit wurde wahrscheinlich der Süßkuchen vom Backofenblech gekratzt. So wie der aussah, war der ein paar Stunden da drin. So, Zigaretten, ein Tafelmesser haben wir da noch und einen Fernseher. Okay, lass uns mal hochgehen. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, wir wissen ja jetzt, was uns hier erwartet. Ich speichere gerade nochmal. Nur so. Nur ein schöner Teppich. Oh, ein Spielzeugtruck. Und ein Teddybär. Und ein Baseballhandschuh. Und Brennstoff, jawohl. Ach du Scheiße. Legendärer Wilder. Ach du Scheiße. Daneben. 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 Okay. Ist der schon hier oben, der Ghoul? Hey, du bist gar nicht mal so doof. Wie du vielleicht aussiehst. Alter! Was für eine Mistsau. Der ist uns aber ordentlich am Geben hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Wieso verrecken wir denn so schnell? Oh, eine Handkettensäge. Das ist ja auch interessant. Okay, wir müssen eindeutig eine andere Waffe nehmen, glaube ich. Wir haben auch fast keine Muni mehr für die Waffe hier, habe ich gerade gesehen. Wir haben allgemein sehr wenig Munition momentan. Kampfgewehr mit Ziefernrohr. Dann lass uns mal hiermit probieren. Okay. Toll. Super. Ach du Scheiße. Ist nicht. Oh, der hängt fest da oben. Sehr gut. Oh, jetzt nicht mehr. Boah, sind die hart, Alter. Hier raus, 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 raus. Jetzt haben wir ihn. Boah. Alter, ey.
Oh, eine einfrierende Laserpistole. Cool. Geile Bumme, ey. Boah. Aber trotzdem. Die sind übel. Hey Dogme, du bist gerade durch die Wand geglitscht. Alles gut bei dir? Okay, du steckst in der Treppe. Tschüss. Diese elenden Mistviecher, Alter. Ich habe gerade gesehen, wir haben keinen Redaway mehr. Okay, da kommen wir nicht hoch. Gut. Hey Dogmeat, alles fit? Bist du wieder auf Damm, ja? Einmal speichern, bitte. Und weiter geht's. Wir gehen zum nächsten Haus. Wir machen hier richtiges Häuserhopping. Was haben wir hier? Oh, ein Ventilator. Und ein abgenutztes Klemmbrett. Ein abgenutztes Klemmbrett-Pit. Vorsicht, Vorsicht, Hund, Vorsicht. Na, lassen Sie mich mal dort durch, bitte. Dankeschön. Okay, wir müssen aufpassen. Hier waren nämlich irgendwo diese Raider-Mistviecher. Was haben wir hier? Oh, ein Jet. Ein Jet. Oh, ich bin so stark, ich kann einen ganzen Jet mitnehmen. Oh, Kronkorken, Golduhr, Klebeband und ein Malpinsel. Fett. Fette, fette Sache. Ich komme nicht durch. Ja, fette, fette Sache. So viel zu dem Thema. Schöner Sessel. Da kommen wir nicht rein. The doors are closed. Hier ist überall Doors closed. Da ist Fresh Coffee. Oh, jetzt ein Kaffee, Alter. Ein richtig schönes Käffchen. Und ein schönes Butterbrot. Ach ja. Die gute alte Zeit, als die Menschlichkeit noch vorhanden war. Als die Welt noch kein kranker Ort voller irgendwelcher Killer war. Ach ja, die gute alte Zeit. So, mal sehen, was wir hier oben haben. Nischt. Oh. Oh, eine Kronkorkenmine, geil. Ja, Mensch. Björn. Hast du wieder zu viel gearbeitet, wa? Ich hab dir schon immer gesagt, mach mal eine Pause. Hier sehen wir übrigens Gronkh beim Aufnehmen von Fallout. So sieht das immer aus bei ihm. Er macht sich immer nur schick für einen Livestream, aber eigentlich sieht das genau so aus bei ihm. Genau so. Okay, da ist ein Licht. Wo kommt das Licht her, frage ich mich. Mensch, Hund, geh doch mal weg. Aha. Da hinten sind sie. Speichern nochmal. Nein. Nein. Nicht mal tot. Okay, Kampfflinte. Dann kommt mal hoch da. Huch. Hä? Bleib gefälligst stehen. Mistviech. Okay, die zwei Hunde geben sich jetzt. Oh, das sind ganz schön viele immer. Doch, ich helfe dir. Bleib doch draußen. Bleib doch da, Junge. Wo will der denn hin? Aufhören mit so einer Scheiße. Okay, hier. Kampfflinte mit Gewehr. Hast du meinen Hund angefasst? Mieses Schwein. Oh oh. Hey, warte, ich muss nachladen, das ist unfair. Voll die Birne weggesplasht, Alter. Hä, wo sind die denn? Ach, da hinten. Sorry, ich hab dich gar nicht gesehen. Jetzt lauf aber nicht weg. Na komm schon. Jawohl. Sauber. Pretty nice. Aha. Ach.
Du denkst wirklich, dort hinten bist du sicher? Oh fuck. Jetzt sind wir da runtergefallen. Wo war der denn? Da ist doch noch einer. Da. Hey Bro. Bleib doch mal stehen, Mensch. Ich will dich töten. Sehr gut. Okay, wo ist denn der Hund gewesen? Ich würde den Hund nämlich gerne mal ausräumen. War der nicht? Der war doch hier irgendwo. Warte mal, die sind hier rausgegangen zum Fighten und dann? Hä? Was willst du machen? Willst du ein Spielchen mit mir spielen? Ach du, ich bin heute aber nicht so zum Spielen aufgelegt, ehrlich gesagt. Ich höre hier schon wieder irgendwas. Kronkorken, Patronen, Stimpack und eine Powerrüstung. Aha. Buchrückgabemarke. Warum auch immer. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Na, bin ich mir nicht so sicher, ob du mich wirklich finden wirst. Boah, die sind ganz schön gut ausgerüstet, hör mal. What is mit Dane denn los? Revere Beach Station. Ah, hier sind wir also. Noch mehr Buchrückgabemarken. Ist das deren Währung hier, oder was? In ihrer kleinen Inzucht. Alter! In ihrer kleinen Inzucht, Gesellschaft, oder was? Kannst du schnell reißen? Ja, ich will gar nicht schnell reißen. Ich will eigentlich einfach nur Heilung. We need some Heilung. Wir brauchen Heilung. Okay. So, wie komme ich jetzt in dieses verschmitzte Häuschen da rein? Muss da irgendwo ein Eingang sein. Ah, hier. So. Wer will jetzt was? Du willst was. Alles klar. Gib dir gerne, was du brauchst, mein Freund. Alles gut. Pam. Sprühschuss. Ach, da oben. Okay, nachladen und hoch da. Kurzen Prozess. Sehr schön. Oh, das ging noch einigermaßen, oder? Ein bisschen Schaden haben wir davongetragen, aber hey, ganz ehrlich. Let's shit. Alter! Hey! Messer Joe. Oh nein, er hat seinen Kopf verloren. Wir müssen ihm beim Suchen helfen. Wie er guckt. Hier der Hund. Oh, der hat eine bleiverkleidete Lederrüstung dabei. Krass. Okay, oh, ein Spielautomat. Ein Flipperautomat. Pinball. Geil. So, ja, eine schöne Jetspritze, die nehmen wir natürlich mit. Jetzt können wir hier mal in Ruhe looten, Alter. Mein Gott, ich dachte, wir kommen gar nicht mehr dazu. Was ist das? The Silver Shroud. Hm. Was war das? Und noch mehr Spielautomaten. Boah, wie geil. Gehen aber leider alle nicht mehr. Die sind leider alle im Eimer. Das kann doch nicht sein. So, was haben wir hier noch? Schauen wir mal hier unten auf der unteren Ebene. Da haben wir noch Kronkorken, Patronen. Und noch mehr von diesen Rückgabemarken. Was machen die damit? Ich verstehe das nicht. Was zum Deivel? Hat das mit diesen Buchrückgabemarken auf sich? Dogmin hat etwas gefunden. Dogmin, oh, jetzt rennt er raus. Wo willst du denn hin, Junge? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ja, das ist die... Oh, oh. Ein Kampfscharfschützengewehr. Na, herzlichen Dank. Braver Hund. Hast du gut gemacht. Okay, sind noch irgendwelche... Keine Ahnung, was das sein soll. Ach, das sind Basketballkörbe, alles klar. Hot Dog. Hey, Dogmin, hier gibt's Hot Dogs. Wäre das nicht was für dich? Okay, jetzt lass uns mal kurz checken. Hier hinten war ja eigentlich nicht so weit gewesen. Aha.
Aha. Nee. Wir waren ja da hinten schon gewesen, hat von da hinten aus hierher geguckt. Letztes Mal. War aber nichts, ne? Nö, da war nichts mehr. Häuser gibt's hier auch keine mehr, die man betreten kann. Alles klar. Oh, Alter, hier gibt's Waffeln. Boah. Richtig geile Waffles. Da hobel ich mir erstmal drauf. Okay, kurz speichern. Und dann mal gucken, was hier ist. Außenposten sind immer gut, da gibt es nämlich immer Munition und so ein Kram. Gut, hier in dem Fall gibt es nur ein bisschen Medizin, aber besser als nichts, ne? Besser als nichts. So, hier hatten wir auch noch irgendwo einen eliminiert, jawohl. Doch wieder einen Gegner entdeckt, was? Wo denn? Wo, wo? Junge. Wo denn? Hä, ist er bescheuert? Wo rennt er denn jetzt hin? Dogmeat? Hä? Ich hab was gehört. Was? Was zum Teufel war das? Psst. Ganz ruhig. Wir verhalten uns ganz ruhig. Ich weiß nicht, wo die sind. Ah ja, hier im Haus wahrscheinlich. Okay. Nee, scheiße, das sieht nach einer Sicherheit aus. Verdammt nochmal danach aus. Was? Okay, wir gehen mal ganz leise. Hier rein. Psst. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja. Hi! Bams! Ach ja, also gleich der nächste. Tolle Sache. Oh, du chillst hier dein Leben, hast einen Fuß. Ah! Ah, Alter, der hat sich das Bein gebrochen. Ah, das wird Monate dauern, bis das wieder so ist, wie es mal war. Das werden auf jeden Fall seine einzigsten Probleme sein. Er hat sich das Bein gebrochen. Dogmeat, er hat sich das Bein gebrochen. Wir müssen es amputieren. Warte. Okay, Amputierung erfolgreich. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr. Oh, ein Safe. Das Schloss sieht stabil aus. Nein. Aber wir können mal gucken, warte mal. Ja, siehst du, dachte ich mir nämlich. Tobi hat damit das Level up verpennt. Und dann können wir mal gucken. Schlösser knacken. Hacker. Nee, Schlösser knacken. Schlösser knacken, Schlösser knacken, Schlösser knacken. Ist nicht bei Intelligenz oder was? Okay. Beweglichkeit, Glück, Ausdauer, Wahrnehmung, Stärke. Hä? Wo ist das dann? Revolverheld, Schatzsucher, Schnorrer, Kommando, Arzt, Ladykiller, Bleimann, Gewehr. Erste Liga, Rückmesser. Lebensspender, Waffenfreak. Schleichen, blutiger Tod. Hacker. Ne, das ist ja nur für Hacken. Kampf und Medikamenten. Schlösser knacken, da ist es. Nein. Nein. Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstahl 25% einfacher. Bleibt tödlich, auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren vor, sonst 20% mehr Schaden. Machen wir ja schon öfters mal, oder? Komm, lass uns das mal nehmen. Wir machen ja doch öfters mal, tatsächlich, dass wir auch mal aus der Ferne mit irgendeiner Pistole oder so schießen, mit so einer Pistole, sag ich schon, hier mit so einem Scharfschützengewehr oder so. Nehmen das andere auch noch. Ich glaube, da ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man diese Range mal ein bisschen erhöhen. So, Kronkorken, Patronen. Psycho und Buffott. Was? Dogmeat, was ist los? Dogmeat! Wo rennt der denn jetzt schon wieder hin? Wie so ein wild gewordene Sau. Ja, was denn? Was denn? Den Gartenstuhl, oder was? Was denn? Aber was ist denn da? Lass mich doch mal durch. Ich sehe das doch sonst nicht, wenn du mich da nicht durchlässt. Was hast du denn da gefunden? Das Dingen da? Feiner Dogmeat, Alter. Oh, oh, warte mal, da ist noch eine Kiste. Ich habe gerade gefickte blaue Jacke gelesen. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem das gerade zuging. Okay.
Der Kühlschrank ist leer. Müssten wir wieder einkaufen gehen hier. Oh, ein Toaster. Oh, Toaster nehmen wir mal mit. Haben wir hier noch einen Teller und verschiedene Wandschränke, in denen aber nichts mehr ist. Was haben wir hier noch? Oh, ein alte Stereoanlage. Früher hießen die Dinger noch Stereoanlage. Heutzutage heißen die aber nur noch CD-Player. Oh, das war das erste Mal Husten in dieser Folge. Ich glaube, ich werde gesund. Zeit, dass ich noch einen Rückschlag kriege. Hui. Ah, die raue Seeluft. Das sag ich euch. Da ist immer was los. Da ist immer was los. Okay. Lass uns nochmal hier unten ein bisschen rumschnüffeln. Ob es hier auch noch was gibt. Da 50 Kronkorken einfach mal so in den Mülleimer. Seit Fallout schmeiße ich alle Kronkorken, die ich jemals besitze, nicht mehr weg. Letztens habe ich einen Kasten Bier getrunken und mit den Kronkorken wollte ich einkaufen gehen. Labert der schon wieder? Oh, Radio. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Dada. All we hear is Radio Gaga. Ich habe Angst, da unten hinzugehen. Was ist das? Es ist scheinbar nur ein Scheidenpilz. Hier kann man noch eine Powerrüstung hinhängen. Guck mal. Ich weiß nicht, warum irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich irgendein fettes Vieh aus dem See getorkelt kommt. Und uns übelst die Eier abreißt. Oh yeah. Reiß mir an meinen Hoden. Oh. Wo guckt denn der so geschockt? Naja. Okay, ich würde sagen, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir werden mal versuchen, in der nächsten Folge irgendwie auf Übersee zu kommen. Weil wir wollen ja diese Polizeistation untersuchen. Nein, oh nein, ich hab den Einkaufswagen umgeschmissen, ey. Ich randaliere ja noch schlimmer als die ganzen Bayern-Ultras. Mensch, Tobi, jetzt halte ich aber mal zurück. So, wie kommen wir denn hier rein? Kommen wir da rein? Kommen wir hier vielleicht rein? Hier vielleicht rein? Da ist eine Tür. Ha. Von der anderen Seite festgekettet. Verdammt. Aber wir kommen über diesen Baumstamm aufs Dach. Aha. So, was uns unten in dem Häuschen erwarten wird, liebe Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Bis dahin, tschüss! Ja, das war eine weitere Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind ein bisschen weiter am Strand entlang gelaufen, haben das Geheimnis um Malcolm und Eugene gelöst und haben ein paar Raidern in den Arsch gehauen oder auf den Arsch gekloppt. In der nächsten Folge schauen wir mal, was es unten in dieser komischen Lagerhalle da zu tun gibt. Muss ja einen Grund haben, warum man die nur übers Dach erreichen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Let's go, boy.